Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Grounded, unser Spiel. Und ja, wie ihr seht, falls ihr nicht neu dazu gekommen seid, ich habe ein bisschen was verändert. Ich bin ein bisschen umgezogen. Und ja, ich bin jetzt hier momentan auf einem Seerosenblatt. Und ich hoffe, hier kommt keine Spinne her. Denn der Abstand vom Blatt zum Stein ist nicht allzu hoch. Aber naja, okay, wird schon irgendwie klappen. Jo, was habe ich gemacht? Ich habe hier ein Zelt neu aufgestellt und den Grill habe ich hier neu aufgestellt. Eine Lagerkiste habe ich hier rüber geholt von dort hinten. Da, genau. Ja, und ansonsten schon mal ein... Oh, was liegt denn da rum? Stein gehörte dahin? Ja, ich glaube schon. Okay, eine Werkbank auch neu aufgebaut und so weiter und so weiter. Egal. Ja, das Einzige, ich habe in den Vorbereitungen bemerkt, das heißt, ich habe... Moment. Moment. Ja, also ich habe hier diverses Material. Eine Kiste, die mittlere, hatte ich erstmal vorgesehen für diverse Pflanzen. Mein Gepäck habe ich auch mal ein bisschen freigeräumt. Und wie ihr seht, habe ich hier den Ameisenmandibel inzwischen. Den habe ich mir von den Ameisen geholt, weil ich bin versehentlich bei der Sammelaktion am Ameisenhügel angekommen. Und ja. So, ja, wie das Leben so spielt. Ich habe dann dementsprechend, Moment, falsch, da. Und habe natürlich mit meinem Stachelsprössling, mich einfach mal mit den Ameisen angelegt und ja, das ging ziemlich gut. Also, ich bin nicht gleich weggestorben, im Gegenteil. Ich habe, wie ihr seht, mindestens zwei schon mal gelegt. Die kleinen sind noch viel einfacher und ich habe ein bisschen Rüstung gebaut. Die möchte ich jetzt auch anziehen. Und mal ausprobieren. Ja. Gut. Und nicht nur das. Und jetzt kann ich nämlich auch noch wunderbar die Ameisenkeule herstellen. Die macht ein bisschen mehr Schaden wie unser Stachelsprössling. Wie wir sehen. Also das ist schon gar nicht mal so wenig. Und von daher würde ich sagen, ich baue die jetzt. Die Geschwindigkeit ist gleich. Betäubung etwas höher, oder? Moment. Ja. Die Betäubung ist etwas höher. Ja, und dementsprechend werde ich mir das Gerät. Achso, ich bin ja gar nicht an der Werkbank. Das muss ich natürlich auch noch machen. Gut, da sind wir. Und herstellen, ausrüsten. Alles klar. Gut. Jo, dann wollen wir mal schauen. Achso, den Boni habe ich den jetzt. Jawohl, Setbonus, Ameisenmensch, alles klar. Ja, sehr schön. Dann werden wir uns mal auf den Weg machen. Karte auf. Ein bisschen viel erklärt, aber letztendlich, ja, da müssen wir hin. Und dann machen wir uns mal auf den Weg. Moment. Mal gucken. In welche Richtung gucke ich? Schon in die richtige. Oder fast richtig zumindest. Ja, allerdings habe ich auch beim Sammeln und Murksen bemerkt, also Essen längere Zeit aufzubewahren funktioniert nicht wirklich gut. Im Gegenteil, es verdirbt. Habe extra den Lagerkorb dort auch noch aufgestellt. Und weil ich dachte, das Essen würde sich darin etwas länger halten wie in meiner Tasche. Nein, im Gegenteil, genauso. Es verdirbt. Sehr schade. Ups. Ja, lauf, lauf, lauf. Ah, ich habe jetzt schon wieder Durst. Durst. Eben hatte ich es noch gesehen. Und den Saft, den brauche ich auch. Ja. Denn ich möchte ja unsere Kiste hier auch weiterbauen. Unser Lager. Moment. Da. So. Was? Ah, ja. Ach ja, und Spinnen habe ich bemerkt. Sind auch kein Problem mehr. Ah, allerdings habe ich jetzt ein Problem. Ja. Ich warte jetzt ein bisschen lange vielleicht, aber... Der haut sogar ab. Okay, auch schön. Na gut, Hauptsache wir können trinken. Schlurf. Ja, mit Essen ist das gar nicht so schlecht. Also eigentlich funktioniert das relativ gut. Und jetzt muss ich auch noch erstmal was essen. Moment. Nein. Ah, nein.
Okay, für den Moment hau ich jetzt doch ab. Na gut. Funktionierte jetzt hier nicht ganz so schön. Schade. Na gut, dafür sind wir jetzt nicht mehr so durstig. Auch okay. Naja. Und los. Dann bin ich wenigstens ein bisschen flinker. So. Saft, Saft, Saft. Ja. Dann hat es sogar noch sein Gutes gehabt, dass ich hier drauf gegangen bin. Haha. Ach ja, Rucksack. Der kullert weg. Na schön. Nehmen wir doch mal. Ja, die Laus, die werde ich mir erst dann holen, wenn es soweit ist. Verdirbt ja eh relativ schnell. Und da haben wir auch noch was zu trinken. Sehr schön. Gut. Ach ja, ich brauche ja gar nicht die Karte. Ich habe ja eine Markierung gemacht für die Ameisen. Noch viel besser. Und ich hoffe, meine Tasche wird nicht wieder voll, weil trotzdem, dass ich die Sachen in die Kiste getan habe, ins Lager. Und die hole ich mir doch gleich. Ah, komm, bleib stehen. Liegen. Jetzt. Okay. Trotzdem, dass ich das Lager auch ordentlich benutzt habe, ist es leider so gewesen, dass meine Taschen trotzdem voll wurden, logischerweise, beim Sammeln. Allerdings, ja. Rattennetzspinne. Also Rattennetzspinne ist jetzt mit der Rüstung, mit der Eichelrüstung nicht wirklich ein Problem. Und natürlich auch mit der Keule. Wunderbar, funktionierte sehr gut. Hatte ich letztens eine Spinne gelegt. Und gleichzeitig noch nebenbei eine Ameise. Bin nicht dabei draufgegangen, nicht so wie eben gerade. Aber das wird jetzt wohl passieren. Wenn es eine... Nein, die ist okay. Ah, nein, zu früh. Oh. Ja, ja. Ja. Treffen muss ich natürlich auch. Autsch. Okay. So. Na also. Okay. Und jetzt wäre Essen vielleicht doch ganz gut. Hätte ich mal doch was eingepackt. Naja. Läuft nicht ganz so gut gerade. Schade. Ich dachte, ich bin besser vorbereitet. Ja, doch, das sollte ich machen, bevor ich zu den Ameisen rüberstiefle. Denn eine lustige Folge mit Jay sterben möchte ich jetzt nicht machen. Das bedeutet, ich brauche natürlich was zu essen. Ja, daran habe ich natürlich vorhin gar nicht gedacht. Das ist ärgerlich. Was machen wir? Habe ich auch keine Laus. Bin ich umsonst hierher gerannt? Vielleicht ein bisschen Madenfleisch, wenn das klappt. Probieren wir es. Ach ja. Die Ansicht. Ja, ich habe die Ansicht auch mal ausprobiert. Ich muss sagen, also ich komme mir vor, als ob ich auf dem Boden liege. Und irgendwie ist das nicht so gut. Also mir gefällt es nicht. Wo ist jetzt die Made hin? Habe ich sie? Oder möglicherweise habe ich sie aus den Augen verloren. Also ich mag diese Ansicht hier nicht wirklich. Es sei denn, ich tue hier die Pflanzenfaser entsprechend einsammeln. Da ist das echt gut. Weil da habe ich keine Blätter, die mir im Weg sind in der Sicht. Ah, da haben wir doch eine. Ja, Keule her. Ja, mit der Keule. Ach so, ich habe die falsche Keule noch ausgerüstet. Auch das noch. Ja, jetzt muss ich hier rumstehen. Die legen wir mal raus. Geht das so? Nee, fast. Und die legen wir da rein. Ja,
Schon nicht schlecht. Und jetzt wieder raus aus der Ansicht hier. So. Die 1. Da haben wir doch unsere schicke Keule. Ja, Rüstung hat natürlich jetzt auch gelitten. Wo ist jetzt... Doch hier eben eine Laus gehört, oder nicht? Moment. Better than starving, I think. Das hilft jetzt nicht so gut. Don't even need to boil it. Na. Ja, abkochen, okay. Hauptsächlich regeneriere. Wäre viel wichtiger. Tja, mit den Ameisen jetzt anlegen ist vielleicht nicht so gut. Eine Fackel habe ich mir auch noch nicht gebaut. Aber. Da ist doch noch Saft. Nee, oder? Die steckt da fest. Alles klar, dich habe ich. Ja. Nicht drauf gehen. Nicht drauf gehen, Jake. Und. Ja. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ey, da war noch eine zweite. Ja gut, okay. Also. Gut. Dann werden wir jetzt erstmal schlafen. Nicht hauen. Nicht hauen. Schlafen. Nein. Was? Wieso kann ich nicht schlafen? Noch zu früh. Okay. Na gut. So, habe ich hier nicht sogar noch was drin gehabt? Ja klar. Alles Mögliche verdorben. Ich nehme mal das hier in meinen Rucksack. Ich muss sowieso noch meinen Rucksack holen. Und. Choke it down, Pete. It's worse than Dad's Brussels sprouts. Ja, gut, okay. Schlimmer als der Rosenkohl vom Dad. Ja. Egal. Aber die findet man hier relativ gut. Die sind hier im Wasser. Nehmen wir einfach mit. Ja. Und. Die verderben wenigstens nicht. Und hopp. Und jetzt erstmal noch den Rucksack holen. Ja. Den beschwerlichen langen Weg. Nehmen wir die Laus auch mit? Nee. Gut. So weit ist es ja zum Glück doch nicht. Ups. So. Moment. Hol ich mir die jetzt? Nee. Nee. Ach, kommt doch. Ah, daneben. Ja, dafür wäre es vielleicht doch ganz gut in die andere Ansicht. Das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Ja. So, seht ihr, was ich meine? Also eigentlich ist die Sicht hier völlig verbaut sozusagen. Und das ist mir einfach irgendwie zu nah. Vielleicht kann man das ja auch noch einstellen, aber jetzt nicht. Und weiter geht's. Denn die Fliegen haben auch Fliegenfleisch. Müsste ich eigentlich braten können. Oh, Moment, hatte ich das ausprobiert? Ich glaube, das hatte ich ausprobiert. Das müsste gehen. Ja. Ach ja, und eine Trinkflasche habe ich jetzt auch. Ich weiß aber nicht, wie die funktioniert. Ganz ehrlich, ich habe die gefüllt und irgendwie konnte ich sie nicht benutzen. Denn ich habe ja Madenhaut gefunden. Dementsprechend ging das ganz gut. Was ich nebenbei auch noch besorgen musste, ist Quarzit. Ich hatte beim letzten Mal Quarzit abgelegt. Aus Platzmangel. Das war keine so gute Idee. Also habe ich nochmal Quarzit besorgt. Und dabei auch noch einige andere Tiere gefunden.
Ja. Genau deswegen war ich gerade so langsam. Das wollte ich mir genauer angucken. Nicht, dass ich hier wieder in sowas reinrenne. Denn das brauche ich auch nicht. So. Aber ich nehme an, in dem Spiel ist das völlig normal, dass wir hier ständig sterben. Oder relativ häufig, am Anfang zumindest. Ja, jetzt wollen wir natürlich auch noch eine Ameise. So, wo ist sie da? Okay. Ah, die bemerkt mich gar nicht. Genau. Das war's ja. Ja. Genau. Wir sind ja ein Ameisenmensch. Ah. Oh, ich habe eine Fackel. Moment. Eine Fackel. Fackel herstellen. Das müsste doch hier gewesen sein. In dem Menü. Ja. Was fehlt uns? Saft haben wir. Trockener Grasbrocken. Und Sprösslinge. Sprösslinge ist das leichteste. Ja. Ein trockenes Gras. Moment. Ich sag noch, das ist das leichteste. Sehe ich gerade keinen Sprössling. Ja, dann ist eben trockenes Gras das leichteste. Okay. Dann revidiere ich das. Was? Ja. Hau es um. Hau es um. Ja. So. Und was ich auch bemerkt habe, ist Dinge, die wir ablegen, die bleiben dort eigentlich auch liegen. Aber das tut jetzt auch nicht zur Sache. Was war das? Sprössling, 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 Sprössling. Genau deswegen wollte ich nämlich zum Ameisenhügel. Wegen des Bubble-Chips und mit der Rüstung eben halt ausprobieren, funktioniert es oder auch nicht. Es wäre echt schön, wenn ich jetzt mal so ein Sprössling finden würde. Da. Da haben wir zwei. Wenn ich mich recht entsinne, zwei waren das, oder? Nein? Ach so, grobes Seil. Ah, ja, okay. Dann nochmal schnell Pflanzenfasern einsammeln. Da. Da haben wir was. Langsam wird es nämlich ein bisschen zu dunkel. Das heißt, ihr seht ja gar nichts. Aber, Moment, ich habe doch auch hier... Ja, noch viel besser. Ich habe doch hier auch ein Zelt stehen. Das habe ich ja auch stehen gelassen. Damit ich mich auch ausruhen kann. Beziehungsweise den Spawnpunkt habe. Da ist er. Mit. Dann nehmen wir den auch noch mit. Ja. Ah ja, bevor ich es vergesse. Danke Marcel für die Kommentare. Super, super Kommentare. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich das lese, was du schreibst. Und dementsprechend, ich habe ja eben gerade hier Saft aufgenommen. Da sagte er mir auch mal, das war ein Übersetzungsfehler. Das müsste eigentlich Harz heißen und ist dementsprechend nicht trinkbar. Und wir haben hier etwas in der Nähe. Das heißt also pure Wissenschaft. Aber ich rede hier schon wieder zu viel. Glaube ich. Denn ich brauche noch da Pflanzenfaser. Wieso sehe ich jetzt keine Pflanzenfaser? Komm schon, Pflanzenfaser her. Alles, was ich nicht brauche, ist gerade da. Super. Ah. Den nehmen wir doch mit. Haha. Leichte Beute. Den habe ich nicht umgehauen. Nein. Das wird wohl von den Ameisen her sein. Moment. Sprössling? Immer dran. Nein, nicht Sprössling. Pflanzenfaser. Da sehe ich ein. So, wenn ich richtig mitgezählt habe, habe ich jetzt drei.
also 3 Pflanzenfaser. Och, ich habe sogar noch mehr. Da hätte ich mal vielleicht vorher gucken sollen. Das wäre ja schön gewesen. Na gut. Aber jetzt. Ja. Herstellen und ausrüsten. Gute Frage. Ja, Zweierhand. Jetzt habe ich natürlich meinen Hackepeter nicht dabei. Das heißt, den Hackepeter habe ich zwar jetzt in der Hand. Ich meine, aber eigentlich die Keule. Ja, schade. Bin geblieben. So, Marcel sagte mir auch, ich sollte eigentlich mehrere Fackeln herstellen. Ich hoffe, dadurch, dass ich unentdeckt bleibe. Hä? Da ist er doch. Dadurch, dass ich unentdeckt bleibe, dass die eine Fackel vielleicht doch reicht. Aber na gut, wir schauen mal. Ich hoffe, ich finde hier wieder raus. Notfalls muss ich mich durchsterben. Ah! Nein, da muss ich ja wieder rein, den Rucksack holen. Das ist ja auch nicht gut. Lass die mich in Ruhe. Lassen die mich in Ruhe. Bis jetzt sieht das echt gut aus. Die pennen hier unten. Na super. Während ich hier... Vielleicht sollte ich mal auf der Karte gucken, ob ich wenigstens in der Nähe bin. Nein. Okay, ich tippe mal auf die Richtung. Oha, ich finde hier nie wieder raus. Ich hätte mir Wegmarkierung setzen sollen. Das muss man wissen. Okay, hier geht's nicht weiter. Aha. Pure Wissenschaft. Noch habe ich sie nicht entdeckt. Da. Da ist sie. Wow, 500 Punkte. Yo. Juhu. So, wie viel haben wir jetzt? 1600 inzwischen. Ich hatte zwischendurch auch welche gefunden. Sehr praktisch. Und jetzt habe ich auch zu wenig zu trinken. Genau, dann testen wir das doch gleich mal aus mit der Trinkflasche. Halt, Inventar. So, habe ich die wirklich? Ja, da. Okay, für zweimal habe ich drinne. Ach, so geht das. Ah, jetzt, ich habe es rausgekriegt. Juhu. Also im Inventar. Ich muss die also nicht in der Hand nehmen oder ähnliches. Das war nämlich die Idee dabei, aber nein. Ich kann das hier benutzen. Wie sieht's aus? Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Aber ich muss weiter. Ich brauche den Burgerchip. Die Richtung ist auch gut. Raus. Weiter. Nicht raus. Was ist das? Okay. Nehmen wir einfach mal mit. Malvenblüte. Was? Aha. Farbschema. So. Irgendwo hier müsste der doch sein. Pure Wissenschaft. Nochmal. Juhu. Nochmal 500. Na, jetzt läuft's doch. Nein. So. Was habe ich hier? Ob die gut sind? Ob wir die nehmen? Ich nehme die mal mit. Verrottete Bienenpanzer. Da geht's auch noch runter. Okay. Nein! Ich bin versehentlich auf Geh doch alleine gekommen. Also automatisch. Ach, da ist er doch. Juhu! Ah, sehr schön. Huh, jetzt muss ich hier nur noch rausfinden. Oh, was ist das? Aha. So, den zerhacken wir. Das machen wir. Das machen wir. Nein! Ah. Am höheren Rang Bienenschutzpolster. Bienenschulterpolster. Gucken wir uns später an, würde ich sagen.
Idealerweise finde ich hier irgendwie wieder raus. Schon wieder pure Wissenschaft. Da habe ich doch was gesehen. Ne, Moment, Moment. Nein, 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 nein. Würde ich gerne, aber dann geht meine Fackel aus. Das lasse ich lieber bleiben. Na, weißt du, wo es rausgeht? Soll ich dir folgen? Ich folge dir. Nein, ich folge dir nicht. Vielleicht sollte ich vielleicht doch. Sollte ich das vielleicht doch? Aber hier geht es irgendwie hoch. Da wir runtergefallen sind, würde ich sagen, ist hoch eine gute Idee. Und das machen wir. Ja. Das sieht gut aus. Ich glaube, hier bin ich wieder am Anfang. Oder? Da geht es mir irgendwie nach unten. Von da bin ich doch gekommen. Oder? Nein, da muss ich hin. Da muss ich hin. Bevor ich jetzt was über meine Orientierung sage, würde ich sagen, warte ich lieber, bis ich draußen bin. Ah. Ja, geschafft. Oh. Habe ich eine gute Orientierung oder habe ich eine gute Orientierung? Sagt es. Ah. Juhu. Gut, also ab zum Burgel. Burgel, Burgel, Burgel. Moment. Ah, da haben wir es. Ja. Wenigstens noch was geschafft hier. Achso, Moment. Halt, halt, halt. Unsere Keule ausrüsten. Und los geht's. Ich da auch irgendwie rein? Nee, glaub nicht. Und selbst wenn, egal. Ja. Aufregend, aufregend. Dann wollen wir doch mal zum Vogel gehen. Und trinken brauche ich ja auch schon wieder. Eieiei. Ich könnte zwar jetzt auch hier aus der Pfütze trinken, ist aber gesundheitstechnisch nicht so gut. Dann geht es uns nicht so gut so. Dementsprechend verzichte ich da ein bisschen eher noch drauf. Ja. Das ist doch hier, wo wir... Ach ja, analysieren wollte ich doch eigentlich auch noch. Genau. Genau. So. Das hier muss ich noch entdecken. Ja. In dem Moment, wo ich entdecke, oder ich entdecke es wohl erst, wenn ich das hier zum Analysieren benutze. Und habe ich meinen Rucksack? Ja klar, natürlich. Jetzt wäre es ja nicht da. Okay. So, 20 Punkte. Bienenschienbeinpanzer. Dann werden wir das auch noch analysieren. Ja, Bienenschulterpolster, sehr gut. Wozu das nützlich ist, wahrscheinlich vor Bieneneinschutz. Gehe ich jetzt mal von aus. Sicher bin ich mir natürlich nicht. Ausgestopfte Fliege. Bereits bekannt, aha. Ja, das nützt mir ja nun gar nichts. Dann noch die Madenhaut, aber die kann ich erst im Labor analysieren, weil hier geht ja nichts mehr. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch. So, Pieklauf. Das heißt, das müsste doch auf der anderen Seite sein, oder? Ja, da haben wir schon wieder eine... Oh. Das ist aber eine Wolfsspinne, oder? Nee, das sind doch die Ratnetsch... Nein, doch, das sind sie. Wolfsspinnen. Wie unangenehm. Ich versuche mich mal... vorbeizuschleichen. Schön leise dran vorbei. Ja, es hat funktioniert. Lauf. Lauf, Piet. Lauf.
rein. Moment, erstmal was trinken, oder? Ja, trinken, 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 trinken. Ich habe ja gerade... Schade. Also, erst was zu trinken holen. Gut. Man ist hier eigentlich hauptsächlich dabei, Trinken zu besorgen. Und wirklich, also... Das ist etwas, das sollten sie vielleicht mal in den Griff kriegen. Also das ist, finde ich, ein bisschen viel. Also ich persönlich finde das nicht so gut, dass wir hier ständig nur auf der Jagd nach Trinken sind. Klar, natürlich mit der Trinkflasche wird es ja besser. Aber eben halt nicht gut. Und dementsprechend... Denn wir kennen es ja eigentlich, sagen wir, 3 Liter. 2 bis 3 Liter, genau so war es. Täglich trinken. In der Größe jetzt wohl eher keine 2 bis 3 Liter. Aber ich finde das ein bisschen sehr viel. Ja, wie ihr seht, hier meine Wegmarkierung, Werkbank und ein Zelt. Somit bin ich gerüstet, wenn ich hier ankomme, dass ich auch mal schlafen kann. Finde ich super. Und ab zum Analysieren. Ja. Madenhaut analysieren. Mal gucken, was wir jetzt kriegen. Was? Madenleggings und Madenbrille. Okay. Aber wenn ich die Brille benutze, würde ich sagen, ist mein Helm weg. Denn wir haben... wo ist es? Ja, ich denke mal nicht. Also es müsste wahrscheinlich dann... Ja, Kopf müsste dann ausgetauscht werden wahrscheinlich. Durch die Brille und das lassen wir schön bleiben. Dann noch ab zum Vogel. Jo, dann reden wir mit dir. Nee, ich hab noch... Nö, keine Fragen. Wir haben Chip. Ja. Wir gucken mal nach den puren Wissenschaftspunkten. So. Was haben wir denn zur Verfügung? Oh, 3180 sogar. Ah, ja. Vielleicht aber nicht für befestigte Basen. Fackelverbesserung. Eine bessere Fackel wäre schon schön. Schilderset, nö. Eiche-Schaufelverbesserung, aha. Kieselfundament, ja, das brauchen wir erst später, nehme ich an. Haben wir hier den Scap, aha. Auch eine Verbesserung des Scap-Scanner-Moduls. Die es ihm ermöglicht, andere Scaps in der Nähe aufzuspüren, die nicht Menschen verbunden sind. Braucht man das? Noch ein Scap? Glaube nicht, oder? Faserverband habe ich noch nie benutzt. Augenklappenverbesserung? Nein, das lassen wir auch weg. Trainierte Lunge. Schildset Kreaturen? Nein. Ja, da bin ich ein bisschen überfragt. Was soll ich jetzt nehmen? Ich tendiere erstmal zur verbesserten Fackel. Jo. Genau. Was? Eine Fackel, die durch die unfassbare Macht der Wissenschaft verbessert wurde. Die Erleuchtung naht und hält lange an. Na gut. Jo. Chip freigeschaltet. Ameisenhügel. Jo, ich würde sagen, von meiner Seite her sieht das gut aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, nehmt euch doch noch ein Abo mit. Ah, du Lausup. Ja, nehmt doch noch ein Abo mit. Kommentiert. Bewertet. Schreibt mir, was ihr gut fandet, was ihr nicht gut fandet. Und da ich hier mein Tonset ein bisschen abgeändert habe, ich hoffe, ich war gut zu verstehen. Vielleicht sogar noch besser wie sonst.
wäre super. Schreibt mir das, ob es so gewesen ist. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Winke, winke, ciao.